Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein Penthouse für die 100 Baby Challenge. Dies ist Teil 12. So, die wichtigsten Sachen sind jetzt ja drin in Jennys Zimmer und hier ist noch sehr viel Platz frei. Und auch hier, und ich tendiere dazu, dieses Fenster zu verschieben. Ich schiebe das jetzt erstmal dahin und also die Tür zu verschieben. Und dann auch das Fenster wegzumachen. Und dann stattdessen kleine Fenster hin. Oder ich lasse das gerade leer. Ja, ich lasse das leer. Das passt dann auch hier zu den anderen ganz gut. Und dann mache ich nämlich das Badezimmer ein Stück größer. Und dann kann man da noch irgendwelche, ja, schickeren Sachen machen in dem Badezimmer. Muss ich noch mal kurz drüber nachdenken, wie ich das gern hätte. Ob da dann genug Platz ist, um ein Klo mit Separierung zu machen. Oder vielleicht noch eine Dusche rein. Hier irgendwie so und da noch eine Halbwand. Ja, das müsste eigentlich gehen. So, Halbwand. Gut. So. Ja, das ist doch schon mal was. Und eine Dusche brauchst du da eigentlich nicht. Wozu? Weil in der Badewanne ist sie schneller, als wenn sie in einer normalen Dusche duscht. Die hat Hygiene 8. Und das ist die schnellste Dusche, die hat auch Hygiene 8. Brauchen wir also nicht. Ja, das ist vielleicht hier besser oder sogar da. Ja, fast da. Das ist dann irgendwie organischer. Ja, und da kann ich dann noch extra Fliesen und extra Wandpapier, also Tapete. Gut, da bei ihr ja vieles in Türkis ist, könnte man das eigentlich auch mal einfach in kalter Hundeschnauze Türkis machen. Das würde doch eigentlich ganz gut passen. Ja, das ist dann ein bisschen viel. Das gibt es auch in Dunkelblau. Ja, das sieht doch schön aus, finde ich jetzt. Und dann kriegt sie auch noch einen schönen Spiegel da rein. Überm Waschbecken. Welche Farben hat der? Nicht so viel Auswahl. Auch nicht so viel Auswahl. Der auch nicht. Und dieser hier ist eigentlich ganz hübsch. Ja. Würde auch zu ihrer Mission passen, obwohl das sind Blumen und keine Herzen. Oh, das sieht jetzt so ein bisschen abgemackelt aus. Nee, hier soll alles neu und schick sein. Dann ist das besser. Gut. Und hier muss auch noch gefliest werden. Jawohl. Licht. Da nehme ich die gleichen Lampen wieder drüben. So. Komm, so. Und vielleicht noch eine über der Tür. Optisch ist die Tür jetzt natürlich schon so ein bisschen hier so. Ich mache das mal so, dass hier wenigstens der Türgriff dort ist. Und dann ist das Ganze besser. Ja. Soll ich da eine kleine Deko-Pflanze reinstellen, damit das alles so ein bisschen stylischer wird? Könnte ich mal machen. So ein mittelgroßes Bodengewächs. Blättriges Gewächs, das. Die hier käme in Frage. Ja, eventuell. Und die. Ja, ist irgendwie schon ziemlich
spießig. Das Ding ist, glaube ich, zu klein, ja. Was gibt's da für schöne? Der da. Tja, würde schon reinpassen in so ein Bad. Und dieses Dings, nicht wirklich schwebender Pflanzkübel? Nee. Hübsch gefiederter Farn? Warum nehmen wir nicht hübsch gefiederten Farn? Ich glaube, den hatte ich noch nie. Ja, Blumenfass, das hatte ich auch noch nie. Das wäre üppiger. Na, ich nehme den hübsch gefiederten Farn. Und dann überlege ich noch kurz, ob ich hier irgendwelche Teppiche nehme. Gibt es den hier? Nee, den gibt es leider. Ja, doch, immerhin in dunkelblau. So als... Das würde doch ganz gut passen. Ja. Und damit es jetzt nicht alles zugepflastert wird mit Teppichen, mache ich da eher keinen hin. Oder ich schaue mal, ob ich den da... Nö, das ist dann zugepflastert. Huch, was war jetzt das? Manchmal drücke ich aus Versehen eine Taste und dann hopst mir das alles davon. Gut. Und vielleicht gönne ich ihr noch ein eigenes Aquarium. Erstmal hier die Wandfarbe. Und da eine Lampe, damit es da nicht so dunkel ist. Und wahrscheinlich besser andere Farben. Und dann muss ich natürlich an das Aquarium denken. So, das mache ich hier mal übers Fußende. Aquarium. Haben wir unten eins stehen? Jawohl. Ja, da kann man fast das gleiche nehmen. Das macht sich hier eigentlich ganz schön. Und links und rechts nette Pflanzen. So. Vielleicht dieses hier. Das ist irgendwie auch ein cooles Gewächs. Ich finde, das passt auch ganz gut so neben ein Aquarium. Aber hier geht es wahrscheinlich, guckt es raus, ja. Dort passt es nicht. Dann schiebe ich das Aquarium ein bisschen mehr nach da. Und stelle das so hin. So. Steht das so gut? Ich glaube, muss man noch drehen. So ist besser. So. Und jetzt gucke ich mal, ob es ins Badezimmer reinragt. Nö. Das ist gut. Aber es ragt durch die Wand, also muss ich es drehen. Es kann ja so über das Aquarium gucken. Und dann könnte ich es eigentlich auch hier hinstellen. Und dort eins nehmen, das auch so über das Aquarium guckt. So. Na? Komm ein bisschen weiter raus. Und wie sieht das dann aus? Das ragt jetzt ins Aquarium rein. Nee, nee, nee. Also, wieder so und dann so. So passt das schon. Gut. Dann sollte hier noch ein Teppich hinkommen. Geht das wieder los mit dem der Teppichsuche. Ach. Und werde ich wieder meinen geliebten bunten City Living Teppich versuchen? Ja, ich werde ihn versuchen und gucken, ob der hier gut aussieht. Mmh.
Ich finde, er würde da schon hinpassen, aber er ist ein bisschen zu bunt. In der Art könnten sie wirklich noch mehr haben, finde ich. Dann nehme ich lieber diesen hier und mache da eine andere Farbwahl. Ja, so. Den schiebe ich ein bisschen weiter raus. Dann reicht der für dieses ganze Sitzeck. Ja, und die Lampe mache ich über das Sitzeck. Na komm. Ah. Muss ich mir hier irgendwie anders hinschieben. So. Und aber jetzt. Ja. Und eine Schreibtischlampe wäre vielleicht auch gar nicht dumm. Beleuchtung, Tischlampe. Was würde da passen? Ich glaube, es gibt richtige Schreibtischlampen. Was ist das? Ah, eine Kinderlampe. Nö, ich hätte gern eine Schreibtischlampe, die so ein bisschen so wie die da. Ja, ja, genau so wie die da. Könnte noch ein bisschen größer sein, aber ich denke mal, die ist ganz in Ordnung so. So, ja. Wunderbar. Ja. Dann hat man jetzt hier auch gar nicht mehr so stark das Gefühl, dass zu viel Platz ist. Und da könnte ich vielleicht noch eine Pflanze hinstellen. Eine, die sich verträgt mit dem romantischen Sektkühler, der dahin soll. Tja, nehme ich die da? Warum nicht? Die darf ruhig ein bisschen unspektakulär sein, so nach dem Motto, ja, Pflanze halt. Oh, wo ich gar nicht dran gedacht habe. Was jetzt wohl auch zu spät ist, weil ich das Zimmer schon vollgestopft habe. Ich hätte der Jenny ja mal so einen Schminktisch machen können. Ich habe den noch nie benutzt. Da sieht man mal, wie weltfremd ich bin, was das Thema Schminken angeht. Hier würde er ja noch hinpassen, wenn ich diesen Schrank wegmache. Ich guck mal nach diesem Schminktisch. So, ob der hier ist? Bestimmt findet man den bei Schlafzimmersachen. Sieht man mal, ich weiß nicht mal, wo man den findet. Nö, vielleicht muss ich ihn mal suchen. Schminktisch in Spiegel, aha. Im Spiegelbereich ist der. Wenn, da, ich hole die mal beide raus. Die muss ich mir erstmal angucken. Sie sehen beide ziemlich kitschig aus, aber der würde wohl besser passen. Der kommt gar nicht in Frage. Und der, in der Farbe würde der schon passen. Und auch in der Farbe. Na, das würde hier schön zu dem Grün des Bettes passen. Ich mach das einfach mal. So. Okay. Und dann kommt da noch ein Stuhl hin. Das müsste dann natürlich kein so ein super kitschiger sein, aber auch kein so ein Bürostuhl. Ich guck mal, was ich da finde. Esszimmer, Stühle. So einer hätte den nötigen Schlichtheitsgrad. Ja. Ich denke mal, das wäre passend und angemessen. Und dann darüber noch eine Lampe.
Aber besser nicht so eine, wie ich immer im Bad verwende. Also es sollte schon eine Wandlampe sein. Müsste es doch eine extra Schminktischlampe geben. Die ist ziemlich hell. Braucht man ja eigentlich auch beim Schminken, aber das ist fast schon unschmeichelhaft hell. Die ist, glaube ich, besser. Ja. So. Ach, ich lasse die so. Und ich glaube, dann gehört es sich hier auf den Schminktisch so ein paar kleine Deko-Parfümfläschchen oder so draufzustellen. Hier zum Beispiel. Na, klasse. Körperpflegeprodukte für Männer. Körperpflegeprodukte, gut. Wir kommen der Sache schon näher. Badezimmerkorb. Hätte ich der Jenny natürlich in ihr Badezimmer auch sowas reinstellen können. Schminkablage. Passt die da drauf? Nö, die nimmt zu viel Platz weg, finde ich. Dann hat man ja gar keine freie Fläche mehr. Sowas hier eher. Schickes Parfümset mit Tablett. Na gut, man könnte das dahin. Damenparfüm. Da oben drauf müsste man was stellen können. Ansonsten würde ich sagen, das reicht dann schon, wenn man hier nichts draufstellen kann. Okay. Das Grün ist mir ein bisschen zu grünig. Und das Blau ist schon fast lila. Die Farben passen nicht so ganz hier rein. Und wenn ich ihn schwarz mache, passt das hier zu dem da halbwegs? Tja, schon schwierig. Das passt alles nicht. Dieses hier? Das lasse ich mal auf mich wirken. Das ist so ein bisschen zu trübe. Ach, ich lasse das erstmal so. Und wenn es mich zu sehr stört, dann mache ich den schwarz. Aber so fällt er farblich wenigstens auf und ich erinnere mich öfter an den. Ich kann der Jenny dann mal sagen, hey Jenny, schmink dich mal. Gut. Stellen wir da noch was drauf. Braucht sie vielleicht noch ein Bücherregal? Nö, eher nicht. Ist auch gar kein Platz mehr. Passt noch irgendwo so ein Hängeregal hin? Nee, sie braucht kein eigenes extra Bücherregal. Aber die hier, die müssen wir verschieben. Das hat sich ja jetzt geändert irgendwie. Da so passt das nicht. Schade, schade. Sieht jetzt irgendwie komisch aus. So um die Tür rum, das würde schon gehen, aber dieses hier ist höher. Jetzt nicht mehr. Und wenn ich da noch ein zweites hinmache, so, dann ist die Stange auch durchgehend. Ja, ich finde, so geht das halbwegs. Und dann mache ich dieses hier auch ein Stückchen tiefer. Jawohl. Und dieses hier. Na komm. Oh, das zickt rum. Das lasse ich, wo es ist. Okay, ich brauche noch einen Fußbodenbelag für den Balkon. Für beide Balkons. Was nehmen wir denn da? Am besten einen einheitlichen für die ganzen Fußbodenbelege. Gibt es da nicht was Schönes vom Großstadt? Ja, toll. Verwittertes Linoleum. Mauerwerk.
Das ist so ein bisschen. No, gar nicht so schlecht. Etwas zu wuchtig, aber könnte gehen. Normale Steine. Stilvoller Beton. Na, muss ja nicht Beton sein. Ich glaube, dass alles von Zeit für Freunde ist ein bisschen zu altmodisch und verwittert. Dieses hier. Nee. Gibt es das auch in Weiß? Nein. Also es sollte schon was Helleres sein, finde ich. Das leuchtet, das muss jetzt auch nicht sein. Holz, Teppich, Fliesen. Und man könnte was Fliesenmäßiges nehmen. Das hier würde zu der Wand passen. Ich denke mal, ich nehme das da. Hier ist noch ein Balkon. Okay. Gut. Ja. Und jetzt bin ich mit Jennys Zimmer eigentlich ganz gut zufrieden. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.